Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Erfasse ein Echo in der Nähe. Oh, ekelhaft. Oh, ich glaube, ich werde krank. Hey, das oder gar nichts? Agent, ich muss Ihnen etwas sagen. Fay hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus und das passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, Sie glauben doch nicht... Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist... Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen, zu überleben? Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Viel Glück, Agent.
müssen hier weg. Diese Typen, ich hab's gesehen. Die verbrennen Menschen. Oh Gott, was machen sie? Sie dürfen mich nicht sehen. Ich sage ihnen, wir sitzen in der Scheiße. Kontamination steigt. Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle, Ende. Alarm! Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm.
Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten.
Okay, Agent. Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren, ja. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent. Probenteam, hören Sie mich? Hier, Patel. Wir hören Sie, Doktor. Oh, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Kendall an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Verstanden, Doc. Patel, Ende.
Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab.
sind. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also, Probenteam. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände haben, von den Flüchtlingen meine ich, bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. Und diese Zwangsumsiedlungen, diese Dark Zone, was steckt dahinter? Zu dem Thema gab es bereits eine Pressekonferenz. Die Informationen liegen vor. Alles andere ist streng geheim und ich kann nicht... Sie bleiben also dabei, dass es sich um eine Art Entseuchungsprozedur handelt? Es ist eine heikle Situation, die wir pragmatisch behandeln müssen. Wir müssen über den eigenen... Ich glaube, da draußen ist jemand. Du meinst Hilfe? Hilfe! Bitte! Nein! Beobachte die südliche Verteidigung. Was stimmt nicht? Die Werbetafeln... Agent, unser Netzwerk hat akute Kommunikationsschwierigkeiten, die Sie sich ansehen sollten. Eine solche Szene haben wir noch nie gedreht, also werde ich keine große Hilfe sein. Ende der Durchsage.
Und seit gestern gibt es 3 neue Leichen. Sind schon eingepackt und dekontaminiert. Okay, wir schicken bald jemanden vorbei. Gut. Ehrlich, ich verstehe nicht, wie ihr damit klarkommt. Ich fange jedenfalls an... Augenblick, da ist irgendwas los. Sir, Sie dürfen nicht hier sein. Wir sind ein offizielles Sarah-Gesundheitszentrum. Sie müssen... Zurück, dann passiert keinem was. Wir wollen nur an die Vorräte. Es muss niemand... Oh mein Gott! Oh mein Gott!
gute Arbeit, wie immer. Aber falls Sie darüber nachgedacht haben, gebe ich Ihnen einen Rat. Behalten Sie Ihren derzeitigen Job. Sie sind offensichtlich ein hervorragender Agent. Und es gibt unglaublich viele arbeitslose Schauspieler. Die Division braucht Sie dringender als irgendein Fernsehsender. Agent, es gibt eine Agent, es gibt eine Versorgungskiste, um die Sie sich kümmern sollten, bevor es jemand anderes macht. Wir schaffen das! Hallo? Warnung, eintreffende Gegner. Eintreffende Gegner. Schnapp das Arschloch! Du verdienst das Arschloch! Warnung, Ware wird beschossen.
Eintreffende Gegner. Warnung, Ware wird beschossen. Warnung, eintreffende Gegner. Servertelefonauskunft, wie können wir helfen? Oh, Gott sei Dank. Ich habe es im Krankenhaus versucht, aber ich brauche Hilfe. Okay, Ma'am. Wenn es ein medizinischer Notfall ist, rufen Sie bitte 911. Ist es ein Notfall? Ich habe Fieber und muss mich ständig übergeben. Und es hört nicht auf. Ich brauche einen Arzt. Ma'am, ich kann Sie mit dem Notfallzentrum verbinden. Nennen Sie bitte Namen und Adresse. Ich bin ganz schön. Sie haben sie. So ähnlich habe ich auch diese Nachschublieferung in Staffel 3 gerettet. Vielleicht könnte ich beim Casting ein gutes Wort für Sie einlegen. Wissen Sie was? Wir gehen mal essen, wenn das hier vorbei ist. Feindpräsenz entdeckt. Hau hier ab! Es ist erst vorbei, wenn ihr alle tot seid! Sie entkommen nicht! Kommen euch schon die Tränen! JTF-Verstärkung angefordert. Warnung! Feindkräfte nähern sich!
nicht bewegen! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Na dann los! Dafür muss er sein! Netz hoch. Wir versuchen uns zu überrennen. Hey, guter Schuss. Nicht schlecht. Gut, dass Sie zu uns halten. Ich bin stolz, mit Ihnen zu kämpfen. Ohne sie wären wir jetzt tot. Sie greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Tango ist im Anmarsch! Das war fantastisch! Halte den Anführer aus! Die Decke wird sterben! Feindkräfte nähern sich. Gnade, die Kinder der Stadt. Schießt sie ab! Zeigt keine Gnade! Sie nicht entkommen! Kurz mal frei!
keine Gegner mehr entdeckt. Sie haben es echt rumgerissen. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Jetzt überlegen die sich zweimal, bevor sie die JTF-Patrouillen angreifen. Und jetzt haben wir Cindy am Telefon, live aus New York City. Cindy, was können Sie uns über die aktuelle Lage berichten? Ja, Steven, hier im Lincoln-Tunnel herrscht Chaos. Die Leute versuchen verzweifelt, noch durch den Kontrollpunkt zu kommen, bevor er schließt. Es gibt noch keine offizielle Verlautbarung, wie lange die Sperrung in Kraft bleibt und was die Sarah für die Leute tut, die zurückbleiben. Viele von ihnen ohne Strom und Heizung. Gelinde gesagt, schlagen die Emotionen hier ziemlich hoch. Und was passiert mit den Leuten, die es nicht durch den Kontrollpunkt schaffen? Wurde dazu etwas gesagt? Die JTF hat nichts verlauten lassen, aber ganz ehrlich, gut sieht es nicht aus. Viele haben ihre Habseligkeiten ins Auto gepackt, aber die stauen sich schon bis zur Dyer Avenue. Passen?
wünschte, ich könnte selbst da raus. Bitte, ich finde sie nicht. Hören Sie, das ist kein guter Zeitpunkt. Oh Mann, du hast es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überlebe. Die kamen an und ich dachte, die helfen uns. Sie sahen aus, als hätten sie was zu erledigen. Also lief niemand weg. Die kamen immer näher und dann... Ich verstehe es, warum, oder? Die Verbesserungen sehen gut aus. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. Hier entwickelt sich gerade so etwas wie Gemeinschaftsgefühl. Wie wollen Sie von da hinten irgendwas kaufen? Die Preise werden Ihnen zusagen. Wir sind wohl nicht im Geschäft. Keine Zeit. Machen Sie weiter so. Verlieren Sie nicht den Kopf. Wir sehen uns später. Passen Sie da draußen auf sich auf. Ich weiß, dass meine Ware Ihnen zusagt. Im Ernst? Meine Zunge juckt die ganze Zeit. Es ist eine Mitteilung der Rettungsdienste. Ausgewiesene Raucherecken wurden innerhalb der Sicherheitsgruppe. Werden Sie da draußen nicht übermütig. Okay, ich gehe wieder an die Arbeit. Danke. Dies ist eine Mitteilung der Rettungsdienste. Zivilisten werden daran erinnert, sich wegen Scharfschützengefahr nicht im Außenbereich der Sicherheitszone aufzuhalten. I don't know.
Dies ist eine Mitteilung der Rettungsdienste. Stellen Sie sich für die Rationenvergabe geordnet auf. Drängeln Sie nicht. Rationen für Zivilisten werden diesmal streng kontrolliert. Danke für das, was Sie tun. Womit kann ich Sie glücklich machen? Wenn ich es nicht habe, brauchen Sie es auch nicht. Lange nicht gesehen. Schon klar. Eine bessere Auswahl finden Sie nirgendwo. Nur ein Schaufensterbummel, hm? Keiner macht Ihnen einen besseren Preis. Ich dachte, wir kämen ins Geschäft. Ich melde mich. Gehen wir wieder.
was einen Virus tödlich macht. Ich glaube, da draußen ist jemand. Du meinst zur Hilfe? Oh, ich wusste, sie würden helfen. Ich wusste es. Sehen Sie da nicht rum! Verschwinden Sie hier! Oh ja, das sind gute Sachen. Nur nutzloser Müll. Zum Teufel! Immer mit der Ruhe, mein Freund. Sie betreten einen sicheren Bereich. Top-Adresse der Stadt. Sehen Sie her!
die besten Angebote der Stadt. Ich habe Ihnen einen fairen Preis gemacht. Hey, man glaubt's nur, wenn man's sieht. Erfreuen Sie sich an Manhattans besten Angebot. Wir sehen uns wieder, ganz klar. Ich werde Ihre Kontaktperson bei Schwierigkeiten in diesem Gebiet sein. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen eine äußerst umformende Präsenz attestieren. Ich fühle, dass Ihre positive Kraft zu einer Osmose von Energiekonvergenz führen wird. Falls ich etwas höre, gebe ich Bescheid. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ich glaube, da draußen ist jemand. Das kleine Wiesel hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst's Ground Zero sein. Agent, wir haben eine wortwörtliche Manifestation negativer Energien aufgespürt. Die Antennen haben eine Fehlfunktion. Sie wurden wohl sabotiert. Gleichgewicht erfordert Einsicht. Und vielleicht etwas Hilfe auf physischer Ebene. Und was ist drüben bei der UNO? Da muss es viele Reiche geben. Diplomaten und Ausländer und so. Die wären leichte Beute. Mann, bist du irre? Da ist es wie in einem Kriegsgebiet. Wie meinst du das? Hast du die Typen da nicht gesehen? Ganz harte Hunde mit der entsprechenden Bewaffnung. Das Beste vom Besten. Nicht diese schlappe JTF-Scheiße. Oh, und glaub bloß nicht, du könntest mit denen diskutieren. Die knipsen dich einfach sofort aus. Also auf keinen Fall. Überall. Bloß nicht dahin. Oh,
Okay, Agent. Sie suchen die Geldscheine, mit denen unser Freund Amherst seinen ursprünglichen Virenstamm verbreitet hat. Wir wissen, dass er viel über Abels in Umlauf gebracht hat. Mit etwas Glück müsste es da also reichlich kontaminierte Scheine geben. Und Zivilisten. Das Kaufhaus ist eines der größeren Flüchtlingslager, die wir überwachen. Ich will keine große Sache daraus machen, aber wenn Sie keinen Virusstamm für den Abgleich finden, können wir jede Hoffnung auf einen Impfstoff geben. Also, dass das klar ist, kein Druck. Kohlendioxidwerte gemessen. Oh oh, das hört sich nach einem Brand im Gebäude an. Ich füttere Isaac mit den Bauplänen für den Fall, dass Sie sie brauchen. Berechne die Route zur Steuerzentrale des Brandschutzsystems. Schutzsystem aktiviert. System in oberen Etagen blockiert. Manuelles Eingreifen erforderlich. Toll. Machen Sie weiter. Ich schaue auf den Plänen des Systems nach, wo es manuelle Zugriffspunkte gibt. Denken Sie daran, Agent. Sie müssen Geldscheine mit dem ursprünglichen Virenstamm einsammeln. Kontrollieren Sie alles. Registrierkasse, Sammelbüchsen, die Trinkgeldkasse im Café. Suchen Sie alles ab, wo Bargeld sein könnte. Test auf Viruskontamination negativ. Aktives Echo-Signal geortet. Test auf Viruskontamination negativ. Test auf Viruskontamination negativ. Yeah.
Ich hoffe, die Cleaners fackeln nicht alles ab, bevor sie diese Geldscheine gefunden haben. Selbst wenn nicht, extreme Hitze zerstört DNA. Ab etwa 95 Grad Celsius brechen die kovalenten Bindungen und dann löst sich die Doppelhelix auf wie ein billiges Abschlussballkleid. Ein Grund mehr, sie in Schach zu halten, Agent. Wie gesagt, kein Druck. Test auf Viruskontamination negativ. Test auf Viruskontamination negativ. Warnung, Brandgefahr entdeckt. Dem Plan zufolge müsste da irgendwo eine manuelle Zugriffsmöglichkeit sein. Viruskonzentration entdeckt. Bingo. Dann müssen unsere infizierten Geldscheine in der Nähe sein. Halten Sie die Augen offen und lecken Sie sie nicht ab. Warnung. Brandgefahr entdeckt. Ich habe einen anderen manuellen Zugriffspunkt auf das Brandschutzsystem gefunden. Ich schicke Ihnen den Standort. Alarm! Feinde in der Nähe entdeckt. Alarm! Feinde in der Nähe entdeckt.
Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Ich will nicht darauf herumreiten, Agent, aber ich brauche dieses Geld. Intakt. Bei Zimmertemperatur. Keine verbrannten Ränder. Verbrannt heißt Hitze und Hitze heißt runter mit dem Ballkleid. Und vermeiden Sie dabei, getötet zu werden. Verbrannte Agenten helfen uns auch nicht weiter. Kontamination bestätigt. Halten Sie die Augen offen, Agent. Angehörige der JTF haben gerade das Eintreffen weiterer Cleaners beobachtet, während Sie oben beschäftigt waren. Gehen Sie ihnen aus dem Weg. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir brauchen diese Scheine. Fabrik neu, sozusagen.
chemischen Tank als Ziel. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Verbündeter Division-Agent getroffen. Feinde nähern sich über die Rolltreppe.
Ich bin beeindruckt, Agent. Unbeschädigte Scheine mit dem ursprünglichen Virenstamm zu finden, war wie die Suche nach Nadeln im Heuhaufen. Aber sie haben es geschafft. Ich kann ihre Rückkehr kaum erwarten. Und, oh, Agent, die nächste Runde geht auf mich. Falls es eine gibt. Vielen Dank, Agent. Die Stammprobe, die Sie gesichert haben, ist sehr hilfreich. Ich habe einen Bericht für die Nachwelt und das DCD vorbereitet. Sehen Sie ihn sich an. Die Proben des Süße sagte Tanzanit. Führen Sie so etwas? Oh Gott, sag mir, dass dir die Uhr nicht gefällt. Na los. Es tut mir leid, meine Kreditkarte funktioniert nicht. Das ist kein Problem. Bitte schön. Und $9.20 zurück. Frohes Fest.
Sie sehen. Glauben echt, die tun der Welt einen Gefallen. Da sind sie ja. Hallo, ich... Eine Sekunde. Ja. Tut mir leid, Dr. Candle, aber die Probe bringt nicht die Ergebnisse, die... Machen Sie es bei Zimmertemperatur? Sie sagten... Ich sagte Zimmertemperatur, verflucht. Ja, also, ich glaube, wir sind innerhalb der Vorgaben. Wissen Sie was? Ich mache es selbst. Sie lassen es liegen und wir tun einfach so, als wäre es nie geschehen. Kaum zu glauben, wie schwer es ist, bei einer Pandemie gutes Personal zu finden, hm? Jedenfalls, die gute Nachricht ist, wir arbeiten an den Sachen, die Sie bisher gebracht haben. Dr. Ellis in unserem Krankenhausflügel zu haben, ist pures Gold wert. Jetzt habe ich Zeit für die Forschung. Meine Frau sagt immer, ich kann besser mit Keimen als mit Menschen. Meine Ex-Frau. Wie auch immer. Machen Sie einfach weiter wie bisher. Wir sind auf halbem Weg, einen Impfstoff zu entwickeln. Und mit Ihrer Hilfe schaffen wir auch den Rest. Sieht perfekt aus. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich bringe Ihnen eine gute Flasche Wein mit. Ausgezeichnet. Endlich können wir all den Kindern und Säuglingen eine angemessene Pflege bieten, ganz zu schweigen von den Schwangeren. Endlich. Eine Intensivstation. Intensive Pflege für die schlimmsten Fälle. Das wird Leben retten, Agent. Ada, kommen Sie mal rüber. Können Sie hiervon irgendwas gebrauchen? Kommen Sie, wenn Sie in Kauflaune sind. Sind bei der Kälte eingefroren. Ich habe eine Million. Keine Zeit. Machen Sie weiter so. Agent, wir haben jetzt Beschaffungsspezialisten, die sich auf das Bergen von Ausrüstung und Vorräten in Manhattan konzentrieren. Schön vorsichtig da draußen, klar. Hey Sie, das geht so nicht. Ich brauche ein bisschen Privatsphäre. Entschuldigung? Neben all den Leuten kann ich nicht schlafen, okay? Ich bin kein Obdachloser. Sie müssen doch hier irgendwelche Zimmer haben. Hören Sie, niemand ist gerne hier, klar? Alle sitzen im selben Boot. Ach, kommen Sie, erzählen Sie doch nichts. Sie können doch nicht erwarten... Okay, Sie sind zart beseitet, aber Sie müssen zurück zu Ihrem Schlafplatz, um aufhören, mir die Zeit zu stehlen. Ja, Sie veralbern mich, was? Okay, es reicht. Wo ist Ihr Vorgesetzter? Wo? Wissen Sie eigentlich, wer ich bin?
Mein Rücken ist total im Eimer. Ich brauche dringend Schmerzmittel. Ich habe keinen Schimmer. Wir sind am Funkmast, aber das sind Rikers. Das Signal ist mir unbekannt. Das Notsignal...